Jo und ein herzlich willkommen zurück zu Dying Light, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin euer Crow und ich spiele mit euch heute mal wieder Zombie-Action. Ja, ihr habt richtig gehört, Zombie-Action. Nein, ich denke mal, jeder hat die letzte Folge wieder gesehen oder halt nicht gesehen. Denn aber schnell nachholen, weil sonst gibt es nämlich richtig Dröscher. Dann komme ich nämlich zu euch nach Hause und werde euch mal richtig verwamsen. Nein, nur Spaß. Schaut einfach die Videos, falls ihr wissen wollt, was passiert ist in der Zwischenzeit. Auf alle Fälle einen kleinen Einblick kann ich euch schon mal gewähren oder erzählen oder sagen. Wir sind immer noch auf... was ist denn jetzt los? Okay. Wir sind immer noch auf der Suche nach... nicht auf der Suche nach... Was erzähle ich denn hier schon mit dem Blödsinn? Hier ist auf alle Fälle ein Safehouse. Hier werden wir mal kurz rinnen. Uns mal kurz... umgucken. Wir sind immer noch auf der Suche nach... warum Suche? Warum sage ich immer Suche? Ich bin richtig bescheuert schon wieder. Okay. Oh, kriegst du noch deinen Kolben hier. Wenn das Thema hier in der Nähe ist. Der ist hier immer zerplatzt, ja? Dann ist immer voll schwul. So, wie kommen wir hier in das Safe House jetzt drin am besten? Nein! Der wird los. Hä? Wir sind alle. Alter, hat er den selber... Hast du den gesehen, Alter? Hat die Alte den selber eine verwamst? Ey, wir haben keine Sachen, die wir nutzen können, Alter. Doch, wir haben immer was gefunden. Hier, kurze Messer haben wir gefunden. Das müssen wir kurz mal hier reinhauen. Ich muss denn alle nochmal reparieren oder verkaufen oder sowas, Alter. Armeesparten auf alle Fälle. Da hatten wir doch noch so ein... so ein schweres Ding. Hau doch mal ab. Na komm. Komm ran jetzt hier. Uhu. Das Wort wollte ich nicht sagen. Entschuldigung. Du böses Mädchen. Das wollte ich sagen. Genau, böses Mädchen. Nein, ihr wisst natürlich, was ich sagen wollte, aber das ist böse. Pfui, pfui. So was sagt man nicht. Auf alle Fälle sind wir immer noch auf dem Auftrag von Rice und wir sollen irgendwas immer abgeben, auf alle Fälle. Und wir müssen jetzt hier irgendwie mal hier rein. Was ist denn hier los, Leute? Klettern wir doch einfach mal hier hoch. So, wir müssen den Strom auf alle Fälle einschalten. Hier ist ein Zombie drin, warum auch immer. Was macht er? Warum kriegt er mich? Ich trete und er kriegt mich trotzdem. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Bleib liegen. Gibt's doch ja nicht. Also, die Folge. Fängt so an, wie die andere aufgehört hat, nämlich krass. So, Sicherung rinnen drehen und dann mal anschalten hier die Hütte. Und hier unten ist noch jemand. Aber der kann uns mal jetzt auch richtig am Popo lutschen. Wir bauen hier uns erstmal eine sichere Zone. Wir müssen jetzt. Wo ist denn der scheiß Einschalter? Das! Hier ist irgendwas. Hier ist eine Zombie-Figur auf alle Fälle. Wir brauchen den Einschalter. Wo ist denn der Einschaltknopf? Nämlich verarschen? Doch, jetzt. Na, jetzt hattet er es aktiviert. Das ist ja voll behindert. Aber okay. Sei es drum. Wir wollen nicht meckern.
Wir wollen nicht meckern. So, was haben wir hier für... Achso, wir können jetzt keine Waffen auswählen, weil die Sicherheitszone aktiv ist. Und wir kommen nicht mal irgendwie nach unten, ne? Fällt mir gerade mal so. Den Hammer will ich aber nicht. Den eigentlich auch nicht. Ah, der Spaten ist schon recht extrem geil, oder? Hier machen wir erstmal eine Lichtfalle an. Sicher ist sicher. Das war's schon, ne? Da unten kommen wir ja erstmal nicht rein, oder? Können wir mal kurz gucken. Ich hoffe, er hat keiner gehört. Oh doch, hier ist schon wieder Action. Ich höre schon wieder was. Kommen wir hier rein jetzt? Nö, alles zu. Okay, man kann also nur da oben hin. Da ist schon wieder so ein Brenner und so ein Dicker. Aber... Geronimo! Wir müssen weiter. Leute, ich kann jetzt nicht mit euch spielen. Ich habe keinen Nerv jetzt mehr dafür. Ich muss mich um wichtige Dinge kümmern. Und zwar um einen Käse-Rice. Und hier kommen wir wieder nicht hoch, weil wir unjährlich sind. Und nicht springen können. Nein. Warum kommen wir hier echt nicht hoch? Das ist mal ohne Witz. Ohne Witz hier. Ist hier jemand? Hier waren wir auf alle Fälle schon mal. Na klar. Hier war nämlich diese Folge, wo wir die alte nämlich kalt gemacht haben, die mich nämlich verprügelt hat. Wo ich nämlich die Folge beenden wollte. So war das nämlich. So war das. Na, abgebrochen, aber wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein paar Reserve-Leute. Warum will das nicht? Das klingt ein Stückchen, ne? Nee. Das wird ein schweres Schloss. Aber wir haben's. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Ich glaube, das war auch eins von den mittleren oder schweren. Möchte ich mir jetzt da nicht festlegen. Was? Inventar schon wieder voll? 33 Schaden? Nee, 50 Schaden? Ich habe keine Ahnung. Was soll denn das sein überhaupt für ein Messerchen? Machen wir da im Inventar irgendwas weg, was wir nicht brauchen. Wo ist denn... Hier, den können wir doch wegmachen. Was ist das? Notiz? Was kann man da machen? Ach, das sind Sammlerstück oder was? Ah, okay. Sammelstücke sind das. Ah, okay. Man hat denn... Ah. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Kann man ja nicht meckern. Ne, wir wollen nicht wegschmeißen. Wie kann ich nicht wegschmeißen? Austauschen. Austauschen für Armeespaten. Ah, wir haben ja mehrere Armeespaten. Und den will ich jetzt wegschmeißen. Nee. Zerlegen will ich den. Weil ich habe ja gehört, man sollte das nicht wegschmeißen oder verkaufen. Einfach zerlegen. Kommt besser wegen anderen Gegenständen und so. Oh, hier ist noch eine Kiste. Was ist denn hier los heute? Hier ist ja Schraffenland heute hier. Und die ist nämlich mittler. Die habe ich nämlich gerade gesehen, dass die mittel ist. Da müssen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Nee, also doch in die Richtung. Müsste eigentlich jetzt gewesen sein. Ja. Ja, in der letzten Folge habe ich ja den einen YouTuber, den anderen Let's Player gegrüßt. Der ist natürlich auch in der Kanal, sag ich schon. In der Videobeschreibung ist er natürlich auch vermerkt, ist natürlich klar. Checkt das einfach nochmal ab, ich würde nochmal hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir sollten uns unterstützen, also kleinere YouTuber und größere immer unterstützen. Also ich bin dafür und ich hatte es ja in der letzten Folge schon ausgiebig diskutiert. Was heißt diskutiert, ich hatte ja kein zum Quatschen. Aber ich finde, wir sollten uns mehr unterstützen und einfach auch mal sagen, auch wenn wir eine größere Reichweite haben, hey Leute, wir können doch so viel erreichen. Wir können doch zusammen viel mehr erreichen. Und warum nicht untereinander helfen? Wisst ihr, wie ich meine? Ja, den hatten wir doch schon mal. Wie oft kommt denn solche Mission? Den mache ich jetzt aber nicht, weil ich keine Lust habe auf den. Ich will jetzt die Mission fertig machen. Und hier war irgendwas mit Schießen. Das wissen wir. Ach, die schießen. Thank you.
Die haben Knarren und alles. Was sind denn das für Typen, Alter? Wir müssen aber da drin, ne? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen noch darin. Ich bin mir sicher, dass wir darin müssen. Ich will nicht lügen, aber wir müssen darüber drin. Können wir hier erstmal ein bisschen Müll krabbeln? Hier ist ein Tür. Hört mir von der Pelle, du Scheißkerl! Komm schon! So, ich hab dir geholfen. Du hast mir das Leben gerettet. Super. Super, super. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch irgendwie da ran. Wir müssen da auf alle Fälle hin. Weil der zeigt uns das ja an, ne? Bin doch nicht blöd. Oder? Nee, ich bin nicht blöd. 35 Meter, wir müssen da rein. Versuchen Sie sich zu sichern. Versuchen Sie sich zu sichern. Nein! Alter, hat er uns mit einer Granate erwischt? Will er mich verarschen? Will der mich verarschen, der Typ? Ohne Witz. Wo hat denn die Granaten her? Alter, verdammt. Ein Glück haben wir uns hier eine Sicherheitszone eingerichtet. Ein Glück, Leute. Ein Glück. Ja, er springt natürlich daneben. So. Hier haben wir nichts zum Einsammeln, doch. Ein paar Sägeblätter und ein paar Metallteile. Also, was machen wir da? Also, wie können wir da irgendwie am besten hinkommen? Er fährt spontan nicht ein. Ich meine, die haben Knarren. Die haben Granaten. Die haben ja alles. An sich haben die alles. Und wir haben gar nichts. Theoretisch haben wir nichts. So, hier ist noch ein Schränkchen. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Ja, und nochmal zurückzukommen auf den YouTuber. Wir sollten uns echt mehr unterstützen und einfach mal kooperativ sein. Ja, sag doch, hier waren wir schon. Ja. Jeder hat mal klein angefangen und jeder möchte Abonnenten haben und Klicks und. Ne? Jeder möchte sowas haben, also nicht... Ich kann das natürlich verstehen, wenn man eine gewisse Reichweite hat und dann sagt man sich, ach, warum soll ich denn auf die Kleinen gucken, ja? Warum soll ich denn irgendwas machen für die oder irgendwie pushen oder so? Naja, hol mir meine Abonnenten ab, weil ich doch nicht so gut bin und die den anderen doch besser finden, weil er das besser macht oder so. Oder besser überzeugt oder besser schauspielt. So ein Let's Player, das ist ja nicht nur so, wie viele denken, zocken und dann cool sein oder weiß ich irgendwas, sondern... Du musst die Leute ja auch unterhalten. Das ist ja das Problem. Manche... Auf alle Fälle müssen wir uns hier mal ein bisschen verstecken. Ah, Schlüssel. Wir haben Schlüssel gefunden. Frage ist nur für was. Da bist du ja. Haben wir noch Bella oder sowas? Wir müssen auf alle Fälle Bella herstellen. Knallkörperchen. Ach, Knallkörperchen, man denkt manchmal für einen Scheißquatscher. Um die irgendwie ein bisschen abzulenken vielleicht, oder? Könnte doch eigentlich... Der Spaten, hier Bella. Wenn wir da hinten Bella hinschmeißen... Dann denken sie doch... So, wir haben es erstmal hier hinten hingeschafft. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Anschleichen ist immer gut. Müll sammeln natürlich auch. Eigentlich dürfte er uns auch nicht sehen da oben, ne? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier rein? Du hältst dich für schnell? Ah, da ist Es wird Nacht. Okay, ich hab ihn. Da ist ein Umschlag. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Ha, du wirst hier noch zum Helden. Ja, ich will auf alle Fälle die Sicherheitszone noch mit klar machen. Ah, wie kommen wir hier hin? Komm mal her! Hier auf der Antenne! Kannst du mich sehen?
Nee, kann ich nicht. Ich sehe von hier überhaupt nichts. Ich brauche deine Hilfe! Naja, ich hole meine Hilfe hoch. Wie kommen wir da am besten hoch? Da kommt man ja nicht hoch, oder? Bastard. Alter, das war ein Jump. Geil. Der war richtig gut. Ich bin so ein Spucker. Okay, mir scheint, Rais ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, ja, aber er ist gefürchtet. Ist er auch nicht. Wie das Sprichwort sagt, besser gefürchtet als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Oh, Machiavelli. Genau, das war ein kluger Kerl. Ah, wir sind schon ein paar Kletterkünste. Ich war eben kurz ruhig, aber ich musste erstmal gucken und mich konzentrieren kurz. Müssen wir hier runter? Nein! Bene, Bene gebrochen. Tot? Tot. War noch einer hier? Ah, da hinten sind noch ein paar. Die knallen hier schon wieder mit die Türen. Das ist ja der Oberhammer hier, mein Block. Könnte ich jetzt auch knacken, aber. Tot? Ja, tot. Da ist noch eine Sicherheitszone. Alter, wie viele Sicherheitszonen es denn gibt hier? Irgendwas ist hinter uns. Ne, da kommt irgendwas. Hinter uns ist gar nichts. Aber der Knaller hier. Na, ah, wir wohnen noch mit der Explosion. Hat hier Rissen. Ich hoffe, dass sie keinen angelockt hat. Doch, da kommt schon der. Und noch einer. Komm, lass dir ihn mit den Spaten verpassen. Ah, die Typen halten mehr aus als die Weiber. Das ist ja natürlich der Hammer. Obwohl eigentlich logisch ist, aber trotzdem. Hier spricht Jade. Kotzt es mir. Ihr wisst, wie es läuft. Sucht euch in der Nähe ein Versteck. Ja, scheiße, die Dunkelheit auch noch. Gute Nacht und viel Glück. Ja. Was ist das? Nur Kohle, Alter. Und dafür habe ich mich hier hingemüht. Ich raste aus. Ich muss mir auf alle Fälle beeilen. Die Nacht bricht nämlich jetzt gerade rein. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Ich habe keinen Bock, hier draußen rumzurennen. Vielleicht schaffen wir es noch dahin. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich bin ja in guter Hoffnung, dass wir das dahin schaffen. Ja, ich glaube, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es, Leute. Weg hier, aus dem Weg. Weg. Hey, weg. Wir haben es geschafft, Leute. Alter Scheiße. Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Alter, du bist viel verlässlicher als dieser Säufer. Rais wartet auf dich. Vielleicht können wir ja mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. Na, ich auch nicht. Eure Mission war nämlich extrem scheiße. Mal auf jetzt die Hütte hier. Zeigt mein Mitleid. Sehen Sie das als Schwäche an. Oh mein. Nehmen Sie die ganze Hand, verstanden? Ich geb dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition. Und du bist unfähig, diese simple Aufgabe zu erledigen. Irgendwas ist hier faul. Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Turms. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. 2 Kisten Antizin.
Wehr dich nicht. Was? Deine Treue zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hündchen. Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Du hast mir 2 Kisten versprochen. Das sind nur 5 Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... Nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. Ich sag ja, das ist ein richtiges Arschloch. Und... Na, wie ist's gelaufen? Kannst du dir doch denken. Was soll ich sagen? Du hast Glück, dass du noch lebst. Er muss dich mögen. Ja, ja, er ist mein größter Fan. Er hat dir keine Kugel in den Kopf gejagt. Hat dich nicht den Beißern überlassen. Du bist da lebend rausmarschiert. Er scheint dich für nützlich zu halten. Oder er überlegt, wie er dich kreativ zu Tode foltern kann. Das macht er manchmal. Pass auf, Junge. Na, ich versuche es. Also auf alle Fälle ist es ein trotzdem Arsch. Der hat uns 2 Kisten versprochen und nun sollen wir die Jade ausliefern. Ach Mist. Die Folge ist natürlich auch wieder leider zu Ende. Gerade da, wo es spannend wird. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es ja selber miterlebt. Also ist ein richtiges Drecksstück eigentlich, der Typ. Aber war klar, so ein Gangster hat nie ihr Versprechen oder ihr Wort nie im Leben. Lieber lassen uns noch einen Drecksarbeiten. Jetzt sollen wir jemanden ausliefern für ihn. Oh Mann. Aber das werden wir in der nächsten Folge sein, wie wir uns entscheiden werden oder wie ich mich entscheiden werde. Mache ich es oder mache ich nicht? Oder bleibt mir überhaupt eine Wahl? Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Spiel ja noch nie gespielt. Aber ich bin erstmal raus und ciao.